Bauer Hermann Völksen. Eure Grundausbildung. Von nun an werdet ihr nur reden, wenn ihr Jauche fahren. Und das erste und das letzte Wort aus eurem dreckigen Was? Scheiße! Haben das verstanden? Sir! Jawohl, Sir! Bullshit, ich höre ja nichts. Habt wohl alle nur Luft im Sack. Sir! Jawohl, Sir! Wenn ihr Ladies... Hannover. Wenn ihr meine Ausbildung überleben solltet, seid... Französischen Fleischkühe, edle Charolais-Rinder. Aber bis zu diesem Tag seid ihr Dreck. Seid ihr die niedrigste Lebensform auf Erden. Seid ihr noch nicht mal annähernd sowas wie... Scheiße! ...anderes als ein unorganisierter Haufen von amphibischer... Jauche. Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich... 72. Je mehr ihr mich hasst, desto mehr wird... Fresse, du Scheiße. Ich bin hart, aber ich bin fair. Rassistische Bigotterie gibt's hier nicht. Ich kenne keine Vorurteile gegen... Hannover. Latinos, ihr seid ihr alle zusammen gleich. Scheiße. Da lautet alle Schlappschwänze auszusondern, die nicht. Schwer. Für mein geliebtes Chor. Habt ihr Maden das verstanden? Sir! Nein! Bullshit, ich kann nichts hören! Sir! Nein! Wie ist Ihr Name, Saftsack? Sir! Bulle Bulli! Bullshit, von jetzt an sind Sie Private. Hildegard. Fällt Ihnen der Name? Sir, jawohl, Sir! Aber es gibt was, das wird Ihnen nicht gefallen, Private. Hildegard. Es gibt nicht. Zuckerrüben. Tag als Hauptmahlzeit in meiner Kantine. Sir, jawohl, Sir! Sind Sie vielleicht... Clownschneider König. Wer hat das gesagt? Wer zum Teufel war das? Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser... Schwein, du! ...der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Keiner, was? Ist... Der letzte Bauer von Hannover. Ist ja wunderbar. Ich werde euch schinken, bis ihr am... Jauche fahren. Ich schink euch bis... Scheiße! Machen Sie das, Ihr heutiger kleiner... Bauer. Nein, Sir! Sie, kleine Haufen... Scheiße! Ich werde Sie warten! Sir! Nein! Ich war das, Sir! Na, das ist ja toll! Wen haben wir denn hier, einen verkannten Komiker? Private Joker! Ich bewundere Sie aufrichtig. Sie gefallen mir. Kommen Sie doch mal zu mir nach Hause. Fahren. Jauche. Ihr... Was? Kommt auf meine Liste! Sie werde ich mir merken! Hier wird... Gemistet? Geholt, garantiert, das prügel ich euch in die Köpfe rein. Jetzt stehen Sie auf. Los, auf die Beine. Lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiße ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals. Sir, jawohl, Sir. Private Joker, warum wollten Sie zu meinem geliebten Chor? Sir, um zu... Sie sind also ein Killer. Sir, jawohl, Sir. Zeigen Sie, wie ein Killer aussieht. Sir. Wie sehen Sie im Kampf aus? Ah! Jetzt zeigen Sie mir, wie Sie aussehen wollen. Ah! Bullshit, das lässt mich völlig kalt. Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht. Ah! Vor Ihnen hätte ich keine Angst. Üben Sie. Sir, jawohl, Sir. Gewehr, links, Schulter. Scheiße doch. Private Paula, wollen Sie vielleicht mein geliebtes Chor versauen? Sir, ich weiß nicht, Sir. Sie sind dumm, Private Paula. Glauben Sie vielleicht, Sie können mir weismachen, Sie wissen nicht, was rechts und links ist? Sir. Nein. Dann ist das wohl Absicht gewesen. Sie wollen sich wohl wichtig machen. Nein. Auf hier! Welche Seite war das, Private Paula? Sir, linke Seite, Sir. Sind Sie da sicher, Private Paula? Sir, jawohl, Sir. Welche Seite war das, Private Paula? Sir, die rechte Seite, Sir. Treiben Sie ja nicht nochmal Ihr Spielchen mit mir. Heben Sie die beschissene Mütze auf. Leck mir los! Und die nächsten beiden, los! Oh, Sie Ihren Fettarsch darüber, Private Paula. So ist richtig, Private Paula. Bloß sich nicht mehr anstrengen, da oben raufzukommen auf dieses Scheißhindernis. Wenn Gott Sie da oben hinhaben wollte, dann hätte er Ihren Arsch längst aufgezaubert. Leck mir los! Sir, jawohl, Sir. Heben Sie Ihren fetten Arsch darauf, Paula! Sir, jawohl, Sir. Was zum Teufel ist eigentlich los mit Ihnen? Ich wette, wenn da oben eine Möse angenagelt wäre, dann hätte ich schon längst gezeigt, wie schnell Sie darauf kommen. Dann wären Sie längst oben! Sir, ja, Sir! Ihr Arsch sieht aus wie 150... Zuckerrüben. Paula, wissen Sie das? Sir, ja, Sir! Rauf mit Ihnen, Paula! Ziehen! Ziehen, Paula, ziehen! Einen Klimmzug, Paula, machen Sie, Paula! Sie verscheißen mich schon wieder, Paula! Wuchten Sie Ihren Arsch da hoch! Wollen Sie mir damit etwa andeuten, dass Sie keinen einzigen Klimmzug schaffen? Sie sind ein wertloser Haufen Scheiße, Paula! Hauen Sie bloß ab von hier! Rauf mit Ihnen! Hildegard! Immer rauf da, Fettsack! Schneller! Bewegung, Bewegung, Paula! Rauf mit Ihnen! Sie hängen da oben rum wie ein alter Hund auf der Oma! Haben Sie gehört, Private Paula? Rauf mit Ihnen! Sie sind ein Lahmarsch! Bewegen Sie sich! Um Gottes Willen, Private Paula! Ich bin ja auch ein bisschen steif, das kommt gleich besser. Das würde uns glatt das Herz brechen! Schneller, rauf und drüber! Rauf und drüber! Ja, worauf zum Teufel warten Sie denn noch, Private Paula? Steigen Sie rauf und drüber! Machen Sie! Machen Sie! Machen Sie! Nee. Sie werden mir doch nicht etwas schlapp machen! Oder vielleicht doch!
Dann runter, Sie schleimiger, unförmiger, von einem Wal rausgeschissener Haupt! Scheiße! Nochmal runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter! Sonst reiß ich runter. Ihnen die Eier ab, damit Sie nicht den Rest der Welt verfesten! Ich motiviere Sie noch, Kletterturm! Und wenn es so lang dauert, dass jedem Kongo-Kannibal darüber der Ständer zusammenfällt! Immer einen Fuß vor den anderen, Paula! Schneller! Bewegung! Waren Sie von Geburt an so ein schleimiger Fettwerk, die Haufen Scheiße freiwillig waren? Oder haben Sie sich das erarbeiten müssen? Machen Sie schon! Schneller! Reißen Sie sich zusammen! Der verdammte Krieg wird gerade vorbei sein, bevor wir überhaupt hinkommen, Private Paula! Machen Sie schon! Sie wollen doch wohl nicht abkatzen, Paula, doch nicht hier vor mir! Na dann kapieren Sie doch! Schneller! 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 Ist Ihnen vielleicht schon schwindelig? Fühlen Sie sich vielleicht schon schwach? Herr Gott im Himmel, wer sagt's denn? Ich glaube, Sie haben einen Ständer! Jauche fahren. Quantenwaschen! Stech dir die Blase auf! Heiliger Jesus im... Wieso ist Ihre... Beide. Sir, ich weiß nicht, Sir! Private Paula, wenn es überhaupt etwas gibt in der Welt, das ich hasse, dann ist das eine nicht abgeschlossene... Beide. Das wissen Sie doch, oder? Sir, jawohl, Sir! Wenn's nicht so viele Arschlöcher gäbe wie Sie, würde auch nicht mehr geklaut auf der Welt, oder? Nein! Runter da! Na schön, Private. Jetzt wollen wir mal sehen, ob nicht irgendwas fehlt. Oh, Alter, die voll! Voll machen! Was ist das denn? Was zum Teufel ist das? Was ist das, Private Paula? Die größte Kacke aller Zeiten. Krapfen? Sir, ja, Sir! Wieso ist der da drin? Sir, ich hab Jauche. Scheiße. Auf der Stube erlaubt, Private Paula? Nein! Und sind Ihnen Krapfen erlaubt worden, Private Paula? Nein! Und warum nicht, Private Paula? Sir, weil ich zu viel wiege, Sir! Weil Sie ein ekelhafter Fettwanz sind, Private Paula! Sir, jawohl, Sir! Warum haben Sie dann einen Krapfen in Ihrer Feldkiste versteckt, Private Paula? Sir, weil ich... Jauche fahren. Weil Sie... Jauche fahren. ...sind. Private Paula hat Schande über sich gebracht und Schande über den ganzen... International 844... Eisenau,